Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen Gefahr. Und zwar wollte ich mal gerne über das Thema Verhungern sprechen. Sprich, was findet man denn so zu essen? Entsprechend im Walde, wenn man da jetzt in eine Situation gerät, weil die Zivilisation zusammengebrochen ist, in der man nur noch aus dem Wald leben kann. Gut, gucken wir uns diesbezüglich mal die Altsteinzeit an. Damals hat man ja auch auf diesem Wege dann so ein bisschen leben müssen. Da war es allerdings noch erheblich kälter als jetzt und es gab erheblich mehr große Tiere und die Leute konnten schon jagen. Wir müssten jagen gegebenenfalls erst lernen. Da wir das jetzt per se erstmal nicht können, setze ich mal voraus, sind wir darauf angewiesen, beim Jagen nur Dinge fangen zu können, die langsamer sind als wir selbst. Und damit sind diese Dinge meistens ziemlich klein und mitunter nicht besonders appetitlich. Heißt, es geht ums Getier. Würmer, Käfer, Asseln, Spinnen, derlei Zeug. Spinnen im Regelfall lieber nicht essen. Da sind wenige dabei, die wirklich essbar sind. Irgendwelche lustigen Larvenstadien von Insekten sind fast immer essbar, es sei denn, sie haben irgendwelche lustigen Haare, irgendwelche Raupen diesbezüglich. Man kann auch die meisten Würmer, die man im Boden so finden kann, theoretisch essen. Die schmecken aber beschissen und haben auch nicht besonders viele Kalorien. Und der Aufwand, sie zu finden, ist meistens so hoch, dass sich das nicht wirklich lohnt. Ansonsten gilt noch der Grundsatz, man findet essbare Tiere immer da, wo sie auch was zu essen finden, also an ihrer Nahrung. Das heißt, unter Steinen, unter Rinde und in morschem Holz sind so die drei Hauptorte, wo man gegebenenfalls tierische Notnahrung finden kann. Ich selber habe mal 2 Mehlwürmer probiert. Das hat mir als Erfahrung gereicht und ich warte jetzt darauf, dass die Zivilisation zusammenbricht, um dann gegebenenfalls einen dritten Mehlwurm zu mampfen. Muss man wollen, kann nicht behaupten, dass ich da viel Erfahrung habe, aber zumindest so viel, dass man diesen Grundsatz mit diesen drei wesentlichen Orten, wo sowas zu finden ist, beachten kann. Das weiß ich dann auch. Und man kann fast alles essen, was einigermaßen appetitlich eben aussieht, nicht komisch riecht oder eine seltsame leuchtende Farbe hat. Davon eben lieber die Finger weglassen. Jo, so viel dazu. Dann kommen wir zur pflanzlichen Notnahrung. Da kenne ich mich erheblich besser aus. Ich bitte das Tempo dieses Videos zu entschuldigen für diejenigen, die gerne was Gemütliches haben wollen. Aber wir müssen da jetzt irgendwie ein bisschen durchkommen. Nach Jahreszeit geordnet. Gibt es den extrem wichtigen Herbst? Angenommen, wir müssen das ganze Jahr im Wald leben, dann müssen wir es irgendwie schaffen, wenigstens halbwegs zu überleben, bis Herbst ist. Denn im Herbst gibt es Überfluss. Im Spätsommer gibt es auch schon viel zu essen. In den Zeiten zwischen Spätsommer und Herbst gibt es wenig bis überhaupt nichts. So, denn im Herbst haben wir die wunderbare Möglichkeit, auf Maroni zurückgreifen, da fliegt sie weg, zu können, ne? Also, da sind sie. Das sind jetzt 2. Wichtig, Maroni nicht verwechseln mit Rosskastanie. Maroni haben hier vorne so ein weißes Häubchen. Die Rosskastanie, wo habe ich eine? Blub. Sind durchgehend glatt. Und wenn man sie scharf stellt, kann man sie besser sehen. Ne? Also da ist kein weißes Häubchen vorhanden, die sind meistens auch deutlich größer. Die hier nicht essen, die hier schon essen, die beste Nahrung, die man im Wald finden kann, tendenziell eher in Süddeutschland, nicht nur, aber tendenziell sind Maroni das Nonplusultra Kraftfutter. Der einzige Nachteil, den die Dinger haben, man kann die roh essen, man kann die geröstet essen, man kann die gekocht essen. Der Nachteil besteht darin, sie sind nicht lange haltbar. Wenn man sie durch den Winter als Wintervorrat verwenden möchte, dann muss man sie vorher kalt Wasser konservieren. Das macht man so, dass man sie am besten in ein T-Shirt oder ein sonstiges Kleidungsstück, kann ruhig ein großes sein, zur Not in Socken, packt und ins Wasser hängt. Und zwar lässt man sie da dann zwischen 3 und 14 Tagen irgendwie drin. Ich würde einfach mal eine Woche grob empfehlen und zwischendurch mal rausnehmen, ein bisschen trocknen lassen, dann wieder reintun. Einfach so, damit der Wasserzyklus nicht ununterbrochen stattfindet, dass da so ein bisschen Bewegung drin ist. Das sorgt einfach dafür, dass alles, was hier drin liebt, lebt, erstickt, weil es nicht atmen kann, unter Wasser. Sprich, auch die Organismen, die diese Maroni zersetzen könnten, die Bakterien, die da irgendwie dran setzen, die sterben dann auch hoffentlich alle ab und damit erhöht sich die Haltbarkeit von den Dingern. Wenn ihr Glück habt, bis ins mittlere Frühjahr, ansonsten aber zumindest so weit durch den Winter, dass ihr den Winter irgendwie überleben werdet. Findet ihr keine Maroni, dann gibt es noch die zweitbeste Sache sind Eicheln. Habe ich hier jetzt keine rumliegen, ist aber klar, wie die aussehen. Ne?
Da ist zu beachten, Eicheln enthalten, genau wie Bucheckern, die kommen gleich, Phagien. Phagien kann man töten bzw. zerstören, indem man die Dinger erhitzt. Also einmal kurz anbraten, immer kurz in der Pfanne oder in die Glut vom Feuer werfen, dann ist das Phagien kaputt und dann könnt ihr die theoretisch bedenkenlos essen. Bei Eicheln ist dann noch der Nachteil, dass sie noch einen Haufen Gerbsäuren und Gerbstoffe enthalten. Die kann man rauswaschen, dafür Eicheln ähnlich wie die Maroni in ein T-Shirt oder ähnliches packen und am besten in den Bach und 24 Stunden etwa drin lassen. Das muss nicht ganz so lang. Wenn ihr sie vorher geröstet habt, dann funktioniert das mit dem Auswässern noch viel besser. Und ihr müsst die vorher schälen natürlich. So, und dann gibt es noch die Bucheckern. Das sind die Dinger, die in diesen kleinen Dingern hier drin sitzen. Ne? Und dann findet man diese kleinen Nüsslein hier. Und die schmecken zwar sehr gut, ne? Aber der Aufwand, von Bucheckern zu leben, ist halt einfach sehr hoch. Bei Eicheln und bei Maroni schafft man es, am Tag viel mehr zu sammeln, als man benötigt. Man kann auch gerade bei Eicheln immer noch mehr aufbereiten und mehr zubereiten. Man muss das dann zu irgendeinem Brei zum Beispiel stampfen oder sogar zu einem Keks backen. Schafft man auch mehr, als man benötigt und ist so in der Lage, Vorräte anzulegen. Insbesondere, wenn man die Eicheln zu einem Keks gebacken hat, dann halten die auch durch den ganzen Winter. Das ist lange haltbar, dieser Keks. Man kann den auch doppelt und dreifach backen, dann kriegt man einen Zwieback oder einen Drieback sozusagen, Eier aus Eicheln. So, bei den Bucheckern allerdings ist der Aufwand, bis man die aus ihrer Schale gepult hat, für das winzig kleine Nüsslein, was man dann im Endeffekt erhält, ich pule mal, einfach so hoch, dass man am Tag etwa zwischen 6 und 8 Stunden benötigt, um den Kalorienbedarf, den man so hat, mit Bucheckern quasi zu decken. Das ist deshalb blöd, weil man hat man einfach nicht mehr genug Zeit, um wirklich Vorräte anzulegen. Man kann zwar davon leben, aber irgendwann ist der Winter ja da und dann findet man kaum noch Bucheckern, insbesondere nicht, wenn Schnee ist. Und die man findet, werden immer mehr, immer schlechter, weil die schon von irgendwem anders gefressen wurden oder schon am Auskeimen oder sonst irgendwie sind. Heißt, Bucheckern sind für, man hat gerade nichts anderes da oder man möchte noch ein bisschen Abwechslung haben als was besonders Leckeres, weil ich finde, die sind schon schmackhaft, sind das eine Möglichkeit, aber die sind auf keinen Fall eine Möglichkeit, um durch den Winter zu kommen. Rösten nicht vergessen, ja, weil Phagien drin. Ansonsten kann man natürlich noch Haselnüsse sammeln. Auch die sollte man in größeren Mengen lieber noch mal rösten, bevor man sie roh futtert. Walnüsse, wenn man am Waldrand welche finden kann, dann haben wir das Zeug aus dem Herbst auch zusammen und damit kommen wir dann hoffentlich problemlos durch den Winter. Sollten wir nun im Winter doch noch was zu essen sammeln müssen, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, sich zum Beispiel die Wurzeln von Löwenzahn auszubuddeln. Man findet noch Löwenzahnblätter auf der Wiese, kann man noch erkennen, sind dann ganz, ganz klein. Wilde Möhre, wenn man da auch die Blätter erkennen kann. Das entsprechende Wissen, wie die Pflanzen aussehen, müsst ihr euch woanders besorgen. Ich kann das in diesem Video nicht auch noch einbauen. Auch da kann man die Wurzel entsprechend ausbuddeln. Lecker ist das alles nicht. Das ist wirklich absolute Notnahrung. Und es gibt noch die Möglichkeit, das Kambium von umgestürzten Bäumen abzuschälen. Sprich, erst diese Rinde runterschälen vom Baum und dann findet man direkt auf dem Holz nochmal eine sehr, sehr dünne, fast transparente Schicht aus Zellen, die man nicht mit dem bloßen Auge sehen kann. Das ist das Kambium, auch das enthält ein bisschen Zucker. Das kann man sich in Streifen abschneiden, dann in einem Töpflein kochen im Wasser. Das Wasser am besten dann gleich auch noch trinken. Da sind dann noch ein paar gelöste Nährstoffe drin. Und das dann halt eben drauf rumkauen. Ob man es runterschluckt oder nicht, ist dann fast schon egal. Das bisschen, was an Nährstoffen drin ist, wird schon durch das drauf rumkauen dann entsprechend irgendwie dem Organismus zugeführt. Ein bisschen Zucker ist drin, aber nur ganz wenig. Aber man überlebt den Winter hoffentlich einigermaßen bis ins Frühjahr. So, im Frühjahr gibt es jetzt die eine Nahrungsquelle, die ich empfehlen möchte, falls man nicht noch Vorräte aus dem Winter sogar übrig hat, weil man ein ganz fleißiges Herbsthörnchen gewesen ist, nämlich die Knospen, also die Knollen von Bärlauch. Bärlauch an sich mag lecker sein, aber enthält kaum Nährstoffe, also die Blätter. Davon wird man nicht wirklich satt. Man füllt sich zwar den Magen und fühlt sich besser, also auch das ist durchaus eine Option, falls man das für die Psyche gerade braucht. Nur auf Dauer leben kann man davon nicht. Allerdings hingegen, das was im Boden sitzt, das Überdauerungsorgan vom Bärlauch, kann man im ganz frühen Frühjahr, wenn die ersten Blättchen rauskommen, bereits wunderbar ausbuddeln, dann sind die meisten Nährstoffe auch noch drin. Wenn man das Zeug primär viel entsprechend von isst, dann kommt man auch auf genügend Nährstoffe, um eben entsprechend hoffentlich so lange leben zu können, bis die Brennnesseln einigermaßen groß geworden sind. Denn Brennnesseln ist das eine Grünzeug,
dass so viel Nährstoffe in der grünen Blattmasse drin hat, dass man auch davon einigermaßen leben kann. Da braucht ihr zwar eine riesige Menge Brennnesselsalat jeden Tag, aber das bringt schon ein wenig Kalorien. Noch besser ist, wenn die Brennnesseln so lange da sind, dass sie bereits Samen haben. Denn Brennnesselsamen, insbesondere im reifen Zustand, enthalten einen Haufen Öle und haben damit nahezu 800 Kalorien pro 100 Gramm. Also Wahnsinn, wie nährstoffreich Brennnesselsamen dann eben sind. Also die Öle, die drin sind, also der Samen an sich. Lass es 600 Kalorien pro 100 Gramm sein. Da braucht man dann trotzdem nur in Anführungszeichen 300 Gramm sammeln. Und wenn man ganz viel Glück hat, findet man an einer einzigen Pflanze schon bis zu 50 Gramm Samen. Also da hat man das relativ schnell zusammen. Dann gibt es noch die sogenannte Nachtkerze. Die kann auch im Winter verfügbar sein, weil da noch die Samenstände da sind und noch alte Samen in den Samenständen drin sitzen. Googelt euch die Pflanze mal selber zusammen. Vor allen Dingen die Samen sind halt das Wertvolle an dem Ding. Auch die Wurzel ist so ein bisschen essbar. Dann gibt es noch das berühmte Schilf. Das wissen relativ viele Leute, dass man, wenn man Schilf ausreißt, den untersten Teil der Schilfstange des Sprosses, dass der auch ein Stärkespeicher ist und so ein bisschen aussieht von der Farbe her wie Spargel und wie ein zartes Gemüse schmecken kann. Und den kann man tatsächlich dann auch eben entsprechend mampfen. Dafür muss man halt ein Gewässer, wo man Spargel finden kann. So, mit diesem Zeug ist es dann hoffentlich möglich, so lange zu überleben, bis es Brombeeren gibt, gegebenenfalls vielleicht sogar Himbeeren. Wenn man ein bisschen den Berg hochgeht oder sowieso in einer Landschaft unterwegs ist, die vom Boden her sehr sauer ist, findet man natürlich auch jede Menge Blaubeeren. Man findet vielleicht Preiselbeeren, Rauschebeeren und Krähenbeeren. All dieses Zeug ist essbar, enthält relativ viel Zucker und hilft einem wunderbar, klarzukommen bis zum nächsten Herbst, wo man dann wieder hoffentlich Maroni finden kann. Und damit haben wir das Jahr auch rum und ich habe hoffentlich die wesentlichen, meiner Meinung nach wichtigsten entsprechenden Pflanzen genannt, die für ordentlich Kalorien für ein Leben im Walde sorgen. Lustig ist das alles überhaupt nicht, möchte ich nicht behaupten, aber könnte funktionieren und ihr wisst jetzt grob wie. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.